Bei einem Selbstmordattentat in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind zahlreiche Menschen getötet worden. Polizeiangaben zufolge soll es sich um eine in einem Lastwagen deponierte Bombe gehandelt haben. Die radikal-islamische Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich. Während ich mit meiner Autorikscha auf dieser Straße fuhr, sah ich viele Menschen fliehen und die große Explosion kam kurz danach. Ich kann nicht in Worte fassen, wie besorgt und schockiert ich war. Ich bin ein Autorikscha-Fahrer. Als ich auf der Straße fuhr, sah ich einen Luxuswagen mit hoher Geschwindigkeit zum Highlight UK Hotel abbiegen. Die Explosion erschütterte die ganze Gegend. Die Bombe explodierte unweit eines bekannten Hotels, in dem oft Regierungsvertreter absteigen. Die Polizei äußerte den Verdacht, dass weitere Bomben in der Gegend versteckt sein könnten. Al-Shabaab verübt seit Jahren immer wieder Anschläge in Somalia.